Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, jenem wunderbaren Buch, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und ich habe Lust, diese Geschichten zu lesen und sie mit euch zu teilen. Und heute heißt die Geschichte Der hungrige Kaftan. In seinem bescheidenen, einfachen Alltagsgewand war ein Mullah zu dem Fest eines angesehenen Mitbürgers gegangen. Um ihn herum glänzte und funkelte die schönste Garderobe aus Seide und Samt. Geringschätzig musterten die anderen Gäste seine dürftige Kleidung. Man schnitt ihn, rümpfte die Nase und drängte ihn fort von den herrlichen Speisen des kalten Buffets. Geschwind eilte der Mullah nach Hause, zog seinen schönsten Kaftan an und kam zurück auf das Fest, würdiger als einer der Kalifen. Welche Mühe gab man sich um ihn? Jeder versuchte, mit ihm ins Gespräch zu kommen oder wenigstens eines seiner weisen Worte zu erhaschen. Es schien, als sei nun das kalte Buffet für ihn allein gedacht. Von allen Seiten bot man ihm die schmackhaftesten Speisen an. Statt sie zu essen, stopfte der Mullah sie in die weiten Ärmel seines Kaftans. Genauso schockiert wie interessiert bestürmten ihn die anderen mit der Frage: »O Herr, was machst du denn da? Warum isst du nicht, was wir dir anbieten?« Der Mullah fütterte weiterhin seinen Kaftan und antwortete gelassen: »Ich bin ein gerechter Mensch, und wenn wir ehrlich sind, gilt eure Gastfreundschaft nicht mir, sondern meinem Kaftan. Und der soll nun erhalten, was er verdient.« And now, a wonderful story, the same story that I just read in German, in English, and it's called The Hungry Kaftan. Dressed in his modest and simple everyday robe, a mullah had gone to a party given by a highly respected citizen. All around him glittered the most beautiful clothes made of silk and velvet. The other guests looked disdainfully at his wretched clothes. They cut him dead, turned up their noses, and pushed him away from the magnificent foods on the buffet table. The mullah dashed home, put on his best kaftan, and returned to the party, looking more noble than one of the caliphs. Oh, the fuss people made over him. Everyone tried to get into a conversation with him, or at least to snatch a word or two of his wise sayings. It was as if the cold buffet had been thought up just for him, or buffet, however you spell it. Pronounce it. From all sides, people offered him the tastiest dishes. But instead of eating them, the mullah stuffed them into the wide sleeves of his kaftan. Shocked as well as curious, the people stormed him with the question, "Oh Lord, what are you doing there? Why don't you eat what we offer you?" The mullah kept stuffing his kaftan and replied calmly, "I am an honest man, and if we are honest, your hospitality isn't for me, but for my kaftan, and it should have what it is entitled to." What a wonderful, humorous story. And it's so true, isn't it? And so I wish you a very satisfying day, and that people might recognize you and mean you and respect you for whom you are and not because just of your kaftans or other dresses. So maybe you come back tomorrow for another story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, written by Nosrat Pezeshkian. And ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei einer neuen Folge von Der Kaufmann und der Papagei in Deutsch.
und in Englisch. Bis dann!